Bring, bring. Hallo Michael, ich bin's, Jim. Wie geht's? Wie steht's? Ist was? Entschuldige, dass ich etwas anrufe. Du bist bestimmt sehr beschäftigt, aber glaub mir, es lohnt sich, dass du den Anruf angenommen hast. Es ist nämlich, dass unsere Akademie ist jetzt die ganze Zeit eine Exkursion veranstaltet. Und zwar in Zusammenarbeit mit einer anderen Schule. Und ob du es glaubst oder nicht, du wurdest als Teilnehmerin ausgewählt. Dieses Jahr gewinnt die Reise in die östliche gelegene Kitakami-Provinz. Da sie ziemlich weit weg liegt, ist die Anzahl der Teilnehmer diesmal besonders beschränkt. Du hast also echt Glück dabei zu sein. Komm bitte in die Eingangshalle der Akademie. Dort erhältst du alle weiteren Details. Und wirst natürlich nicht nur zur Teilnahme gezwungen, aber eine Gelegenheit, ne? Das. DLC kostet Geld, ne? Genau, ich habe nämlich 35 Euro bezahlt für den DLC, damit sie mich durchlassen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Karmesin, dem DLC. Muss ich die Steuer wieder rausfinden? Okay, ich bin hier bei Zone 0, da wollen wir nicht sein. Hier wollen wir sein. Akademie. Denn dort geht die Reise los. Denn heute am 13.09. kam der erste Teil von zwei DLCs raus. Also so ähnlich wie bei Schwert und Schild es da war. Und ich hoffe, die werden ähnlich gut oder sogar noch besser. Das sind meine hohen Erwartungen hier. Aber ich meine, der Preis war auch wirklich, wirklich hoch. Das Spiel selber kostet 60 Euro. Ich habe es tatsächlich für 50 bekommen. Und dann nochmal 35 Euro für DLC. Ich hoffe wirklich, dass sich das lohnt. Bin gespannt. Aber bei den neuen Pokémon, die man schon in Trailern gesehen hat, könnte interessant werden. Guten Tag, du bist neu? Schülerin für die Exkursion. Jim meinte, sie wäre hier. Ja, ich stehe direkt vor dir. Diese Ohrringe, diese Crystallizing-Ohrringe. Moment, bist du etwa... Ja, du bist es. Du wurdest doch für die Exkursion ausgewählt. Wie war dein Name noch gleich? Hi, ich bin Michael. Ah, Michael, ah, du steckst ja voller Energie durch eine Ausstrahlung. Das sind nur meine OP-Pokémon. Oh, da hast du einen Terra-Kristall-Orb. Das sollte mich wohl bei den Schülern an der Akademie hier in Paldea nicht überraschen, so reich an Ressourcen wie diese Region ist. Oder handelt es sich bei dir etwa um eine besonders talentierte Schülerin? Immer doch, ich bin zweimal Champ geworden. Ach, entschuldige bitte, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Miss Brianna. Entschuldigen Sie die Verspätung. Oh, du bist auch schon hier, Maike. Du hast echt ein Riesenglück, dass du gleich in deinem ersten Jahr auf Exkursion geschickt wirst. Ich würde nur zu gerne mitkommen. Oh ja, Verzeihung, Miss Brenner. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Wo ist die Musik eigentlich? Nun, wie du eben gehört hast, warte, mein Name ist Brianna. Ich bin Lehrerin an der Blaubeer-Akademie. Ja, diese Schule liegt in der Einal-Region und Miss Brianna ist dort für den Lehrplan zuständig. Die Einal-Region? War das nicht Gen 6? Dieses Jahr betreut die Blaubeer-Akademie die Exkursion. Daher bin ich gekommen, um dich abzuholen, Maike. Die Kitakami-Provinz ist für ihre Ländlichkeit berühmt. Sie mag etwas abgelegen sein, birgt aber auch ein paar wundersame Geheimnisse. Es wurde dort sogar dieselbe Energie wie deine Terrasolision hier in Paldea nachgewiesen. What? Ich freue mich bereits darauf, das näher zu erforschen. Also neben meinen Pflichten als Betreuerin, versteht sich. Irgendwann würde ich mich ja auch gerne jetzt mal den Schlund von Paldea erkunden. Dafür bräuchten Sie die Erlaubnis der Pokémon-Liga und von Director Clavel. Selbstverständlich, das bin ich bewusst. Mein Gesuch bereits eingereicht. Aha. Und hoffe eine freundliche Antwort. Wollen wir loslegen? Der Bus steht schon vor der Tür. Oh, entschuldige, Michael, da haben wir doch einfach über deinen Kopf hinweggequatscht. Ja, um zurückzukommen zum Thema. Sieh diese Reise einfach als eine Schatzsuche, jedenfalls von Paldea an. Was für eine Gelegenheit! Zeigst du mir bitte kurz dein Smart-Rotom? Ich muss kurz deine App fixen. Hat seit 3 Monaten kein Update mehr bekommen. Kitakami-Pokédex eingefügt. Jetzt kannst du alle Pokémon registrieren, die du in Kitakami begegnen wirst. Bei der Einladung? Die Erlaubnis deiner Mutter haben wir bereits eingeholt. Du weißt schon, ich bin deine Mutter, ne? Naja, auf jeden Fall viel Spaß und viel Erfolg. Okay, Professor Jim? Senior Jim ist bald eine Seele von Mensch. Seine Begeisterung ist geradezu ansteckend. Also dann, Mike, es war der Weg zur Kitakami-Provinz. Die erste Etappe legen wir per Flugzeug zurück und dann geht es mit dem Bus weiter. Gib mir bitte Bescheid, sobald du bereit bist, nach Kitakami aufzubrechen. Okay, lass mich kurz speichern. Ich bin bereit. Los geht's.
Bist du bereit? Ja, ich hab's gerade gesagt. Mhm. Sehr schön. Sobald der Rest der Truppe eintrifft, brechen wir auf. Mir wurde gesagt, dass die Teilnehmer per Los ausgewählt wurden. Es ist möglich, dass ihr euch heute mal zum ersten Mal seht. Als Betreuerin ist euer Wohlergehen natürlich meine absolute Priorität, doch ich hoffe auch, selbst etwas aus dieser Reise ziehen zu können. Da fällt mir ein, ist dir das Karmesinbuch ein Begriff? Nö, ja, ich besitze es. Kein Wunder, es ist schließlich das bekannteste Esoterikbuch des Jahrhunderts. Bei dem Verfasser dieses Buches, Alondo, handelt es sich um meinen Vorfahren. Da habe ich das Privileg, im Besitz seines originalen Manuskripts zu sein. Wow. Oha. Sieh mal, in der veröffentlichten Printausgabe sind diese Seiten verschmiert und kaum lesbar. Ein Pokémon wie eine Scheibe? Als ich mich alleine wiederfand, war mir, als hätte ich tief im Schlund ein seltsames Etwas entdeckt. Ich wusste weder, ob es ein Pokémon war, noch ob es überhaupt lebte. Seine Hülle bestand aus zahllosen geschichteten Sechsecken, die heller funkelten als Edelstein. In seiner Gestalt glich dieses Etwas einer Scheibe. Ein Pokémon wie eine Scheibe? Ich gebe diesem Wesen vorläufig den Namen Terrapagos. Wenn ich mich nicht täusche, könnte es sich bei der Substanz seines Körpers um die Ursache dafür handeln, dass Pokémon kristallisieren und leuchten. Weil das Ding aus dem zweiten DLC ist der Grund dafür? Oder was? Darauf abgebildet ist ein Pokémon namens Terrapagos. Es handelt sich dabei um ein rätselhaftes Pokémon, dem Alondo begegnete, als er in diese tiefsten Tiefen von Zone 0 vordrang. Die meisten Menschen halten das jedoch für nichts als Unsinn. Also ich hab's noch nicht gefunden und ich hab da mehrmals gescheinjagt, also weiß nicht. Mein Traum ist es, Terrapagos zu finden und zu beweisen, dass Alondo die Wahrheit sprach. Allerdings habe ich bisher noch nicht die Erlaubnis erhalten, Zone 0 zu betreten. Also ich schon, wie gesagt. Aber das macht nichts. Ich konzentriere mich auf das, was ich im Moment tun kann. Sprianna, wir sind bereit. Was sind die denn? Sehr schön, damit werden wir vollzählig. So kleiner Knirps, Alter. Warte, sind wir eigentlich 10 oder ist der kleine 10? Was ist hier die... Egal. Also dann, brechen wir auf. Los geht's nach Kitakami. Yay, nach Einal. Das ist ein Flugzeug. Dragoran. Oha, Dragoran kann einfach mithalten mit dem Flugzeug. Oh, sogar noch schneller. Wow. Schon krass. Und damit beginnt der Schatz von Zone 0. Falls du nicht erwähnt haben sollte, es gibt natürlich Timestamps, um alles durchzuskippen. Teil 1, die türkisgrüne Maske. Wir werden hier sehr viel mit Masken rumhandeln, habe ich das Gefühl. Sind wir schon im DLC-Gebiet oder ist das noch woanders? Endlich haben wir es geschafft, wir sind da! Boah, mein Hintern tut richtig weh vom langen Sitzen. Erst der Flieger und dann noch der Bus. Ha, ja, das war wirklich eine lange Reise. Aber wir haben niemanden unterwegs verloren, richtig? Sind noch alle da? Es sind 4 Leute. Wie kannst du da denn nicht sicher sein? Wenn das so ist, willkommen in Kitakami. Hier werden wir jetzt während unserer Exkursion die Zeit verbringen. Kitakami. Filino und Yanma und noch mehr. Ich bin übrigens selbst auch zum ersten Mal hier. Die Ländlichkeit ist wahrlich atemberaubend. Vor uns liegt das Dorf Midoriya. Es wird uns quasi als Basis dienen. Okay. Miss Brianna, mir geht's nicht so gut. Oder je, du Ärmster, das wird wohl die Reisekrankheit sein. Dann lass uns erstmal eine Pause einlegen und die schöne Landschaft genießen. Maike, dürfte ich jemanden Gefallen bitten? Könntest du dich schon mal nach Midoriya aufmachen und den Verwalter im Gemeindehaus von unserer Ankunft unterrichten? Und sag ihm bitte auch, dass wir jemanden dabei haben, dem es nicht so gut geht. Wird gemacht. Ei, ei, Captain. Wunderbar, danke dir. Ich kümmere mich dabei um unsere Patienten. Patienten? Alle 3? Na gut. Blom. Ich kann nicht auf Corazon reiten. Warum nicht? Puh, was ist los mit ihm? Haben wir eine Map? Wir haben eine Map. Aber leider keine Musik. Oh, ich habe die Musik ausgemacht. Wenn du innerhalb der Karten-App die L-Taste oder die R-Taste drückst, kannst du zu einer anderen Karte wechseln. Orte mit einem Flügelsymbol kannst du per Flugtaxi erreichen, auch wenn du dich gerade nicht auf derselben Karte wie diese Orte befindest. Ich merke es jetzt, dass ich die Musik ausgeschaltet habe. Ah, tut mir leid, Freunde. Das tut mir leid. Oh, aber es ist eine nette Umgebung hier. Lass uns mal die Map anschauen.
können hier jeweils wechseln, okay? Wow. Das ist schon relativ groß. Vor allem, wenn das nur der erste Teil ist des DLC. Das ist schon relativ groß. Hier können wir wieder zurückkommen. Ich möchte kurz ein bisschen auf der Map umschauen, was hier alles gibt. Oniyama. Aha. Okay. Paradiesebene. Da würde ich gerne mal hin. Mysterienfelder. Okay. Na dann. Ich hoffe, das stört nicht, dass die Musik weg war. Ich blende sie einfach ein, glaube ich. Ich glaube, ich blende sie einfach ein oder so. Ein paar Tränke. Ganz normale Tränke. Ich weiß gar nicht, ab wann man diesen Ort hier schon erreichen kann. Ob das schon ab Anfang des Spiels ist. Oder erst, wenn man das Spiel durch hat. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich habe ja das Spiel schon komplett durch, deshalb kann ich ja hundertprozentig hier hin. Pfiffchen. Und ein kleiner Käfer. Alles altbekannte Pokémon. Ich will was Neues sehen. Sieht interessant aus hier. Ist das so ein Sumpf? Ja, so in etwa. Da sind Trainer. Warte, auf welchem Level sind die denn hier? Sind die gelevel scaled? Also, so wie ich das Spiel hier kenne, sind es wahrscheinlich nicht. Lass mal ausprobieren. Boah, bist das bei dir, stimmt's? Ja. Und keine Sorge, ich werde das nicht gegen jeden einzelnen Trainer kämpfen. Ich werde die meisten wahrscheinlich ignorieren. Aber in diesem Spiel, muss ich ehrlich sagen, lohnt es sich wirklich nicht, gegen jeden Trainer zu kämpfen. In anderen Pokémon-Spielen mache ich zwar, aber hier irgendwie nicht. Ja, 54 ist jetzt nicht so erstaunlich krass. Also, nee, das lohnt sich eigentlich nicht. Vor allem nach den ganzen Battles, die ich gemacht habe gegen Crystallized Pokémon. Kingpin. Ah. Habe ich schon so viele XP-Bonbons und alles bekommen. Da brauche ich auch gar nicht leveln. Also wirklich nicht. Kingpin, was war das nochmal? Psycho? Oh, okay. Echt egal, was es ist. Es ist One-Shot. Ja, also auf jeden Fall sind die hier Level 50 Bereich. Ich weiß nicht, ob das jetzt so wegen mir liegt oder ob die am Anfang des Spiels irgendwie Level 10 oder sowas sind. So kämpfen wir also ein paar der. Ne, so kämpfe ich einfach nur. Ich bin einfach krasser als die ein paar der. Naja. So sieht das aus. Ja, also der Ersteindruck wirkt auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Ich bin gespannt, wie das hier alles weitergeht. Ich drehe mich hier ganz oft um, aber ich möchte auch gerne umschauen. Ha. Süßes kleines Felino. Schaut es euch an. Ist das nicht süß? Schön am Schlafen. Riesiger Berg. Da würde ich jetzt so vier... Hä? Lag? Da würde ich jetzt so vier Köpfe erwarten an dem Berg. Wenn ihr wisst, was ich meine. Hier sind Bewohner oder sind das Trainer? Ich weiß es nicht. Aber wir sind angekommen. Ich weiß, krasser Weg ohne Kuraidon. Dup, dup, dup. Da müssen wir wahrscheinlich durch. Wo diese zwei äußerlich seltsam aussehenden Charaktere vorstehen. Und das ist natürlich mit seinem Vulpix. Hanna, sieh mal! Hä? Hi, seid ihr Fans oder was? Habt ihr mich bei Enigmara im Stream gesehen? Hey, du bist von dieser Akademie in der Paldea-Region, oder? Oh, wie cool. Sei still, yo. Ich bin Hanna. Eine Fremde. Wie dich lasse ich mich einfach so nach Midoriya spazieren. Nichts da. Wenn du trotzdem unbedingt ins Dorf willst, müssen wir wohl deinen Kampf bestreiten. Hanna, komm schon. Du willst doch einfach nur kämpfen. Das ist nicht fair. Halt die Klappe! Beachte meinen kleinen Bruder einfach nicht. Der ist dumm. Ja, Menno. Also, dann mach dich bereit. Okay. Let's go. Brauchen wir wirklich so viel Platz? Ich habe kein Violet. Ich werde schon meinen Spaß mit dir haben. Okay. Trainerin Hanna. Ist das richtig Hanna? Oder Hanna? Ich weiß es nicht. Aber wir haben hier neue Musik. Willkommen, Kitakami. Zu begrüßen gibt's mal eins auf dem Deckel.
Oh, damn. Mit dem kleinen Level 60 Pfiffchen? Weiß ja nicht. Pfiffchen ist normal Unlicht, glaube ich? Oder laber ich da gerade? Ich weiß nicht. Das ist meine Erinnerung an das Pfiffchen. Habe ich jetzt als Pfiffchen gesehen? Und Megarubin Alpha Saphir, glaube ich. Ja, leider weiß ich jetzt nicht, was für ein Pokémon sie raushaut. Oh, Level Up. Nett. Wie wär's mit unserem Starter? Takokro! Morcha. Was war das nochmal für ein Pokémon? Ich hab's vergessen. Deutschen Namen und so. Neues Pokémon! Morcha? Aha. Ist das nicht einfach nur Paldeen Fatalité? Also jetzt mal wirklich, ist das nicht einfach nur Paldeen Fatalité? Aha, du kennst dich wohl jemand mit Wechselwirkungen zwischen den Typen aus. Was für Pflanze? Oh, Bucky. Lucky me. Und noch ein Level Up. Vulpix. Ich meine, kannst du mir ruhig gleich sagen, dass du aufgeben möchtest? Aber was für ein Vulpix ist das? Ich gehe mal davon aus, dass es ein Kanto-Vulpix ist, wenn man es im Hintergrund sieht. Upsi Man. Mit Dolphin Man. Wenn wir den jetzt auslöschen. Düsenhieb. Und ja, es ist ein Kanto-Vulpix. Weiter so. Boah, voll der krasse Kampf, ey. Bin überhaupt nicht OP oder so. Und ja, das beweist eigentlich, dass man den DLC auch schon viel früher machen kann, wenn man ihn hat. Was denn? Wer bist du? Ich bin Champ. Schon mal von einem Champ gehört? Ich bin ein bisschen stärker als die meisten Trainer. Würde ich mal behaupten. Ja, ja. Wow, abgefahren! Du hast echt meine Schwester besiegt! Da! Mist! Wie konnte ich nur verlieren? Sagen wir einfach, du hast meine Prüfung bestanden. Gerade so. Naja, jetzt bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dich ins Dorf zu lassen. Aber ich hab dir das Sagen, klar. Hä, hey, was geht hier vor? Puh, na toll. Komm, yo, Zeit zu gehen. Aber, Hanna, warte auf mich. Oh, hallo. Du bist eine Schülerin von der Akademie in Paldea, habe ich recht? Ich bin der Verwalter diverser Einrichtungen im Dorf und zudem dafür zuständig, dass ihr euren Aufenthalt hier voll und ganz genießen könnt. Ich hoffe, die zwei Kinder von ihm waren nett zu dir? Ja, geht so. Ich sag mal ja. Diese beiden stiften immer wieder Unruhe, vor allem Hanna. Tut mir leid, falls sie dir Ärger bereitet haben. Ist okay. Was sagst du da? An der Bushaltestelle wartet ein kranker Schüler auf Hilfe. Ich werde sofort nach dem Rechten sehen. Geh du ruhig schon mal vor zum Gemeindehaus. Bis gleich. Jo, hau rein. Wieder am Joggen ist. Okay, jetzt können wir Kuraida benutzen. Oh, darf ich noch nicht rein? Hallo? Spiel? Pokéball da. Hier entlang. Oh, das ging ja schnell. Danke, dass du dem Verwalter Bescheid gesagt hast, Maike. Unseren Patienten geht es auch schon wieder deutlich besser. Also dann, alle miteinander. Das ist unser Gemeindehaus. Hier werdet ihr für die Dauer eures Aufenthalts übernachten. Okay. Eigentlich war geplant, euch in derselben Unterkunft unterzubringen wie die Schüler der Blaubeerakademie. Aber jetzt gehört diese Unterkunft ganz unseren Gästen von der Orangenakademie. Stimmt, ja, ich hatte ganz vergessen, dass die beiden aus dem Dorf hier kommen. Tretet ruhig ein, keine Scheu. Mhm. Ich hoffe, hier ist es schön dekoriert, Game Freak. Kommt herein, schaut heraus. Eure Schuhe könnt ihr ruhig anbehalten. Wenn sie arg verdreckt sind, wascht sie nur bitte kurz am Wasserhahn beim Eingang ab. Habe ich auch noch nie so gehört, aber okay. Ist schick und sauber hier, was? Diese Einrichtung wurde erst kürzlich gebaut und kann daher selbst mit dem modernen Schnickschnack der Großstadt mithalten. Oh. Das ist der Gemeinschaftsraum. Hier könnt ihr nach Belieben fernsehen, euch unterhalten, was immer ihr wollt. Die Kantine befindet sich dort vorne und hier sind die Toiletten. Da
Dort hinten geht es zu den Schlafräumen, wo ihr euch ausruhen könnt. Wenn wir genug Platz haben, bekommt jeder sein eigenes Zimmer. So, das wäre dann auch schon alles, was ihr wissen müsst, denke ich. Yes, ein Zimmer. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch einfach an die Mitarbeiter am Empfang. Wunderbar, vielen Dank für die Erklärung. Na, wollt ihr euch auch etwas zum Herrn Verwalter, wollt ihr auch was sagen zum Herrn Verwalter? Danke, dass Sie sich um uns kümmern. Ja, dankeschön. Oh, wie höflich ihr alle seid. Da geht einem mal recht das Herz auf. Fühlt euch bitte ganz wie zu Hause. Ihr seid sicher erschöpft von der langen Reise. Es ist noch etwas früh, aber lasst uns schon mal zu Abend essen und dann bald schlafen gehen. Wir haben eine ganze Menge Essen für euch vorbereitet, also lasst es euch schmecken. Juhu, yay, yippie. Alle in Sync. Vielen Dank, das war lecker. Yay. Boah, echt geil. Warte, gibt es kein Programm mehr. Also steht ihr der Abend zur freien Verfügung. Aber denkt daran, dass die Exkursion dann morgen richtig losgeht. Sieh zu, dass du nicht verschläfst. Oh Gott, da kommen Erinnerungen hoch. An meine Exkursion. Begib dich in deinen Schlafraum. Das Essen hier in Kitakami wirkt so gesund, aber es ist trotzdem total lecker. Okay, darf ich noch nicht nutzen. Aha, was? Was stand da? Allerdings müssen sie dringend ans Ladegerät. Ja, warum packen sie es dann nicht dran? Da ist ein Käfer-Pokémon in meinem Zimmer. Oh nein, wie schlimm. Hol dein Pokéball raus, gut ist. Hat dir die Küche der Kitakami-Provinz geschmeckt? Guckt euch mal das hier an, wie süß. Kann ich da ein Foto machen? Wo war der? Ah, hier, ich darf hier keine Fotos machen. Ist nicht erlaubt, schade. Oh, eine Schilderin aus Paldea. Du kommst genau richtig. Hier im Gemeindehaus von Kitakami sind wir immer für unsere Touristen und Besucher da. Wusstest du schon, dass sich das Design vom oberen und unteren Rahmen mancher Menüs abhängig von deinem Standort ändert? Das kannst du zum Beispiel sehen, wenn du deinen Beutel oder bestimmte Funktionen auf deinem Smart-Router öffnest. Möchtest du die Einstellungen zum oberen und unteren Rand mancher Menüs ändern? Ich möchte das Paldea-Design. Ich bleibe bei dem wechselnden Design. Okay. Wait, was? Oben und unteres Design? Hm? Was denn genau? Okay, ich bin mir gerade nicht sicher, aber... Na gut. Möchtest du schlafen gehen? Na, ich soll ja. Ding, 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 dumm. Voll geheilt. Und ready für ein Abenteuer. Hoffentlich noch heute. Ich weiß es nicht. Sehr viel Tutorial. Yay. Guten Morgen alle zusammen! Habt ihr gut geschlafen? Ab heute sind auch die Schüler der Blaubeerakademie von der Partie. Könnt ihr euch bitte kurz vorstellen? Hi, ich bin Hana. Ich hoffe, wir werden uns gut vertragen, ihr Fremd, ja, aus Partia. Ich bin Joe. Achso, der ist Joe. Sie sagt nicht immer Joe, sie sagt Joe. Oh, okay, wusste ich nicht. Egal. Die beiden stammen aus diesem Dorf. Ihr könnt sie also ruhig fragen, wenn ihr Hilfe braucht. Zeigt euch von eurer besten Seite, ihr zwei. Ich verlasse mich auf euch. Ja, ja. Claro. Nun gut, dann erkläre ich euch mal, worum es bei der Exkursion geht. Eure Aufgabe ist ein Orientierungslauf. Ihr müsst euch in Paare aufteilen und die drei Infotafeln finden, die in der Kitakami-Provinz aufgestellt wurden. Auf den Tafeln stehen Auszüge einer alten Legende aus Kitakami. Wenn ihr sie lest, erfahrt ihr mehr über die Geschichten dieser Provinz. Anschließend macht ihr bitte ein Foto von euch zweien vor der jeweiligen Infotafel. Sobald ihr euch vor allen drei Infotafeln fotografiert habt, ist die Mission abgeschlossen. Betrachtet das als eine Art Erkundungstour durch Kitakami oder die Geschichte der Provinz. Das ist doch viel spannender, als wenn ich euch hier einen langen Vortrag halten würde, oder? Das nenne ich mal eine innovative Aufgabe. Oh, fast hätte ich es vergessen. Ihr bekommt auch noch ein Geschenk von mir. Hm? Rotom-Stick? Ist das so ein Selfie-Stick oder was? Ja, tatsächlich! Ein Stab, an dem man seine Smart-Router befestigen kann, um Selfies von weiter weg zu machen. Oha, was eine innovative Erfindung. Wenn du X drückst, während du ein Selfie machst, kannst du das Foto mit dem Rotom-Stick schießen. Boah, dafür habe ich 35 Euro für den DLC ausgegeben, für den Stick. Hey, ist ja wie im Real Life. Ich habe gehört, die sind gerade der letzte Schrein in den Großstädten. Bist ein paar Jahre zu spät, aber ja. Die könnt ihr für eure Aufgabe sicher gut gebrauchen. Hier, ich bringe euch auch gleich eine total hippe Selfie-Pose bei, die ich mir ausgedacht habe. Oh nein. Die coolen Pose. Ist also total hip, ja?
Nun, diese Exkursion soll auch den Austausch zwischen unseren Schulen fördern. Zudem wäre es sicherlich sehr nützlich, jemanden dabei zu haben, der sich in Kitakami auskennt. Ihr könnt euch sicher denken, worauf ich hinaus will. Wenn möglich, solltet ihr euch mit jemandem aus der jeweils anderen Akademie zusammentun. Die beiden? Oder? Ja, ich glaube, das Spiel wird darauf hindeuten, dass ich mit den beiden teamen soll. Hi. Dein Name war Maike, oder? Lass mich raten, du bist hier, um dich aus Mitleid mit uns armen Außenseitern auszutauschen. Nein. Eigentlich nicht. Warum sprichst du uns dann an? Du bist ein bisschen merkwürdig, kann das sein? Mein kleiner Bruder ist ebenfalls ganz besessen von dir. Zu Hause hat er nonstop von dir geredet. Das geht mir echt auf den Senkel. Spinnst du? Warum erzählst du ihr das? Pass auf, wie du mit mir redest, Freundchen. Ich tue dir einen Gefallen, klar? Alleine würdest du deinen Mund eh nicht aufkriegen. Ach ja, das ist ihm jetzt wieder schrecklich peinlich. Wie du unschwer erkennen kannst, gehört mit anderen zu reden nicht gerade zu seinen Stärken. Von sich aus würde er es wahrscheinlich nie über die Lippen kriegen, also sag ich's. Er würde gerne gegen dich kämpfen. Tust du ihm den Gefallen? Wenn er unbedingt den Hintern vermöbelt bekommen möchte, okay. Na sowas, du bist netter als ich dachte. Da würde er sich freuen. Hey, Joe! Maike hat zugestimmt, gegen dich zu kämpfen. Wie fühlst du es, einfach Yo zu sagen? Was? Echt jetzt? Ist das wirklich okay? Ja, du hast richtig gehört. Dann nimm eure Plätze ein. Ja, und dann macht ein bisschen Platz. Hopp, hopp. Ich werde mein Bestes geben. Oh Gott. Du bist Level 1 Pokémon. Gefühlt. Oh, nochmal ein neues Theme. Yo, oder Joe, oder was auch immer. Oh mein Gott, V.Zor schickt da rein. Wow, ich kann es kaum fassen. Ich darf echt gegen dich kämpfen? Wie cool. Ja, ich erlaub's dir mal. Darfst das ruhig. Aber du bist instant halt down, ne? Da ist keine Herausforderung. Ich glaube, ich sollte in meinem Laufe des DLCs mein Team ein bisschen wechseln, oder? Dass es nicht zu einfach wird. Hier, Super darf rein. Weil er ist einfach super. Und Hana und Joe finde ich beide bisher ganz coole Characters. Bisher sind die ganz cool. Ein Yanma. Hast du ja gerade eben gefangen wahrscheinlich, ne? Macht das schon One-Shot? Flatter los, Yanma! Flatter auf, schneiden den Winden! Bonk. Machen gegenseitig jetzt wenig Damage. Ah, nee, ich dachte, es macht ein bisschen mehr tatsächlich. Da habe ich mich wohl überschätzt. Er hält sich etwa absichtlich zurück? Das finde ich ein bisschen doof. Ja, okay, dann mache ich ein Erdbeben! Warte, habe ich gerade Erdbeben gegen ein Flug-Pokémon eingesetzt? Merkt man, dass es noch früh am Morgen ist? Ups. Kann mal passieren. Oder passiert dem Besten. Passiert auch den E-Sportlern. Ne? Alter, wie der im Hintergrund abgeht. Yeah, yeah. Oha. Tja, ich hab dir alles gesagt. Oh, Menno. Das war ein toller Kampf! Ein schönes Freundschaftsmatch! Ihr Kinder wisst eben, wie man sich schnell kennenlernt! Wusste ich's doch! Du bist echt stark, Maike! Ja, ist fast genauso stark wie ich! Du hast echt was drauf! Mhm. Wir sollen diesen Orientierungslauf zu zweit erledigen, oder? Mach das doch zusammen mit Joe! Hä? Was? Nicht doch! Warum denn nicht? Wir zwei sollen das ja nicht zusammen machen! Willst du dich lieber mit einem von den anderen Fremden zusammentun? Nein, aber... Na bitte, er steht sich mit seiner Schüchternheit mal wieder nur selbst im Weg. Ich schließe mich mit jemand anderem zusammen, kümmere dich gut um meinen Bruder. Ja, klar. Wie mich anguckt.
Wie es aussieht, habt ihr euch problemlos zu Paaren zusammengeschlossen. Dann registriere ich jetzt die Standorte der Infotafeln auf eurem Smart-Router. Und los geht's! Möge der Orientierungslauf beginnen! Oh, falls jemand übrigens Tränke, Pokebälle oder andere Items benötigt, das gibt es alles bei Momos Gemischtwaren dort drüben. Am besten fangen wir mit der Infotafel auf dem Gefährtenplatz an. Der liegt westlich vom Dorf, hinter der Apfelplantage. Es ist nicht weit und ich dachte mir, es wäre am besten, sie in der richtigen Reihenfolge abzuklappern. Ich wäre dir sicher nur im Weg, also geh schon mal vor. Bis gleich. Bis gleich, ganz gut. Wie wär's bis zur nächsten Folge? Ich hoffe, euch hat der erste Eindruck gefallen. Heute war natürlich alles nur Tutorial und ein kleiner Einblick. Beim nächsten Mal geht's dann aber richtig los hier. Yeah! Seid gespannt, seid gehypt. Es wird bestimmt richtig krass. Kann ich auf das Haus fliegen? Ich kann auf das Haus fliegen. Cool. Diesmal ist nicht viel los. Was mache ich an dem Leben? Ja.